Moin zusammen, hier ist euer Henri, ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier bei unserem philokatholischen Verbündeten, kann man sagen. Das ist König Ingvar, wird genannt der Säufer von Schweden. Ja, er mag jetzt vielleicht nicht der größte König sein, aber er ist für uns doch ein wichtiger König, denn er ist ein philokatholischer König und er ist arg unter Druck. Und der Philokatholizismus, immer langsam, hat ja zuletzt gerade mit unserem verlorenen Religionskrieg schwer Schaden genommen. Und so ist jetzt unsere Kaiserin oder hat zumindest ihre Befehlshaber beauftragt, weit nach Schweden zu reisen, um den philokatholischen Glauben dort zu verteidigen. Wir haben da zuletzt eine erfolgreiche Schlacht gegen Bayern schlagen können und es geht unserer Kaiserin auch darum, hier einen stärkeren Verbündeten zu haben und vor allem auch dafür zu sorgen, dass das Heilige Römische Reich nicht weiter ausgreift, denn würde Bayern hier diesen Religionskrieg gewinnen, würde Schweden Teil Bayerns werden, würde Bayern sein und da Bayern aber ein Vasall im Heiligen Römischen Reich ist, würde das dann sozusagen heim ins Reich geholt werden, wenn man so will, und das gilt es definitiv zu verteidigen. Wir werden aber gleich sehen, dass Ingvar noch von weiteren Seiten bedrängt wird. Allerdings sind das alles Religionskriege. Das heißt, das Motto kann auch lauten, wenn wir schon mal da sind, dann unterstützen wir richtig. Das schauen wir uns jetzt aber nochmal in Ruhe an. Und zwar ist es so, dass Ingvar auch einen Krieg hat hier gegen Herzog Toki von Viken. Es geht um Westgotland. Das ist auch nicht zu vernachlässigen. Ein großes Gebiet. Jetzt ist die Frage, aus welchem Haus ist er? Okay, kein uns bekanntes Haus. Wer jetzt hier unsere oder mich und meinen Kanal schon sehr, sehr lange begleitet wird, müssen wir dann hin? Hunungahella? Nein, was war's denn? Vielleicht heißt es jetzt auch anders. Aber es gab hier, naja, eine große Wikinger-Siedlung, die für diesen Kanal von großer Bedeutung war. Aber niemand ist hier aus dem besagten Haus. Wir wollen uns wieder dieser Realität zuwenden. Bayern haben wir uns eben angeschaut. Ansonsten haben wir dann auch noch einen Religionskrieg hier um Bergslagen. Und das ist auch wieder mächtig. Hier hat er zwar seinen Verbünden aus Novgorod an seiner Seite, aber Unterstützung kann da, wie gesagt, nicht schaden. Deswegen werden wir hier auch nochmal diplomatisch aktiv werden und unseren Beitritt hier in Westgotland. Und, damit sind wir auch befreundet, muss er dem erst noch zustimmen oder tut er das direkt, auch in Bergslagen werden wir hier diesem Krieg beitreten. Wir sind hier nur mit 20.000 Mann unterwegs, das sollte aber eigentlich ausreichen. Jetzt ist die Frage, möglicherweise ist es sinnvoller, hier zuerst zurück zu belagern, um dann weitere Schlachten zu suchen. Eins ist auch klar, Bayern ist die größte Gefahr, zumindest von der größten Bedeutung. Von daher sollten wir darauf schon einen Fokus setzen. Dann ging es nochmal um unsere Schwester. Nein, nicht die. Die hatten wir gerade verlobt, sondern Melisenda. Wie sie müssen wir zu uns mal an den Hof holen. Und da wir gerade hier unsere Bande zu Schweden verstärken, ist natürlich die Frage, können wir nicht hier uns irgendwie stärker binden? Wir haben schon, ich meine, einer seiner Vasallen ist hier der Oberbürgermeister von Östen. Da gibt es schon das maximal mögliche Bündnis durch die Heirat mit der Kaiserin, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das noch zu verstärken. Beim König selber leider nicht. Er hat hier, all seine Kinder sind verheiratet, verlobt. Ansonsten die Kindeskinder sind alle noch ein wenig zu jung. Von daher ist die Frage, gibt es jemanden unter seinen Vasallen? Und da gibt es hier Herzog Lalli. Ja, der zwar irgendwie sie nicht so richtig viel auf die Kette bringt, 27 Jahre, er hat auch noch keine Nachkommen. Er ist auch nicht philokatholisch, also das muss man ihm irgendwie noch ankreiden. Aber vielleicht gibt es hier eine Möglichkeit, sobald unsere Schwester bei uns am Hofe ist. So, wir werden jetzt erst einmal hier nach Kalmar marschieren und werden uns dann dort neu sortieren und ich denke, die Rückbelagerung, das wird hier alles ratzfatz gehen,
So, Melisenda ist jetzt am Hofe. Dann schauen wir jetzt nochmal auf Lally. Gut, er nimmt das nicht an. Niedrige Legitimität von uns, isolationistische Kultur. Aha. Was ist er denn, Finnisch? Seine Meinung über uns, wir haben schon zu viele Bündnisse, das ist der größte Malus. Gut, dann funktioniert das erstmal nicht und wir müssen für unsere Schwester uns noch was anderes aussuchen. Allerdings wäre es auch irgendwie schade, wenn sie den Hof wieder verlässt. Ich habe aber gesehen, sie kennt sich mit einer Sache gut aus. Und zwar ist sie in der Dichtkunst ganz gut bewandert. Setzen wir sie da doch ein, dann hat sie bei uns am Hof auch erstmal eine Aufgabe. So, dann gibt es diese Dame noch in Hausarrest, die wir, glaube ich, jetzt für Lösegeld mal freilassen können. Und dieser Mann ist uns hier gefangen, haben wir hier im Krieg gegen Bayern gefangen genommen. Er ist in Hausarrest, das geht erstmal nicht. Er wird erstmal in den Kerker verlegt und dann wird hier ein wenig gearbeitet, möchte ich sagen. Gut, dann Melisenda. Wobei, wir wollen sie nicht vergessen. Dementsprechend werden wir sie hier nochmal mit dabei lassen. Dann gibt es noch etwas bei Hofe. Zwerker. Eine Fleischwunde. Unter den Füßen von Zwerke, ein Diplomat, den mein Verbündeter, unser Gemahl Östen, zu mir entsandt hat, breitet sich eine Blutlache aus. Aufgrund der beachtlichen Menge an roten, dem Tode nahe, übel zugerichtet. Aufgrund der beachtlichen Menge an rotem Lebenssaft, die von meinem feinen Teppich bereits aufgesaugt wurde, kann ich nur vermuten, dass er schon seit Stunden, wenn nicht gar länger, blutet. Ich entschuldige mich für diese Sauerei. Ich wurde von einem Zwerg durch ein Fenster geworfen, der mich auf meiner Reise nach Leiden in einem Gasthaus ausrauben wollte. Da der Dieb meinen Sturz jedoch abgefedert hat, kann der diplomatische Besuch weitergehen. Es wird noch Tage dauern, bis mein Blutverlust tödlich ist. Wachen bringt diesen Mann zum Arzt. Wenn er stirbt, verlieren wir 330. Wie bitte? Ach, weil wir den Teppich reinigen müssen. Ernsthaft? Ich habe nächste Woche Zeit, haltet ihr so lange durch? oder wir können jetzt reden, aber euer Lehnsherr zahlt für den Teppich. Das ist unser Mann. Ja, wir bringen ihn erstmal zum Arzt. Erfolgreiche Wundbehandlung. Und erfahren wir auch noch irgendwas? Naja, Diplomatie. Und er scheint dann zu überleben. Das ist doch gut. Was jetzt unser Mann uns aber erzählen wollte, erfahren wir irgendwie nicht. Nun gut. So, Zahir wurde gefoltert, hier wird belagert. Dann, die können ja eigentlich nirgends hin, ne? Die haben sich jetzt hier wirklich den besten Ort ausgesucht. Sie wollen aufs Wasser. Schaffen wir das, wenn wir hier... Hallo? Zusammenfügen. Dann Belagerer stationieren. Das ist dann hier wahrscheinlich ja eine wirklich kleine Truppe. Und euch dann schnappen. Ja, die haben alle Vorteile auf... Ach, und hier haben wir Zermürbung. 1000 Verluste. Gut, dann lasst Bayern erstmal ziehen. Dann ist das so. Dann werden wir ja aber dennoch rausziehen. Stichwort Versorgung. Das Lösegeld ist akzeptiert und wir haben zusätzliche Steuer erhalten. Das ist auch gut. Schaffen die das? Müsste eigentlich, ne? Die Garnison ist hier geringer. Wie viele können wir hier stehen lassen? 5000. Hier ist eine Bank. Also hier ist nur... Die stehen jetzt hier im Wald. Aber hier ist irgendwie eine große Baronie und die Versorgung ist geringer. Das ist auch interessant. So, das funktioniert und geht auch gut. So, was hatten wir jetzt hier? 3900, das ist ja nun wirklich nicht viel. Ja,
4 wäre sehr viel, 6000. So, wo segeln die jetzt hin? Ich sag nicht nach Gotland, jetzt gehen die da an Land. So, hier waren es jetzt irgendwie, jetzt haben sie sich doch umentschieden. Wollen jetzt unbedingt ein Gotland belagern? Gut, dann sollen sie das tun. Hier waren es jetzt irgendwas mit 6000. So, dann haben wir auch hier erfolgreich zurückbelagert. Hier waren es jetzt 5. Ach, das reicht hier immer noch nicht aus. Eieiei, die schwedischen Wälder. Ein Schatten über Köln. In den Straßen von Köln ist es still geworden. Die Mächte des Todes haben mit der Seuche auch diesen heiligsten aller Orte erreicht. Die Haut der Ansteckenden ist tiefrot und mit Blasen und Beulen übersät. Durch den endlosen Juckreiz bilden sich unzählige Narben und die Augen, die keinen Hoffnungsschimmer mehr zeigen, sind blutunterlaufen. Schon jetzt nennen die Leute diese Krankheit holländische Pocken. Es gibt kaum jemand in der Stadt, der nicht von dieser schrecklichen Krankheit befallen ist, und sie breitet sich auch unter dem Adel immer schneller aus. Herzogin Euphrosina hat 300 Legitimität verloren. Finde ich immer noch sehr, sehr hart, was man an Legitimität wegen einer Krankheit verliert. Unsere Besitztümer? Ach, ernsthaft? Die belagern jetzt hier irgendwo im... Gut, sollen sie das machen. Maximal abgelenkt haben wir den Feind, würde ich sagen. Gut, und es gibt in Köln eine Krankheit. Das ist irgendwie... Ist es noch unser Gebiet eigentlich? Holländische Pocken. Ja, wir werden uns hier aber noch nicht isolieren und zurückziehen oder zurückziehen müssen. So, euch müssen wir nochmal halbieren und mit einer Hälfte dann in dieses Waldgebiet marschieren. Jetzt geht es um frühzeitige Vorsorge. Unser Arzt. Können wir dich nicht eigentlich mal bekehren? Ja. Also wir haben zwar nicht so wirklich viel am Hut, aber dann ist er doch, also mit unserem philokatholischen Glauben, aber da würde ich doch sagen, lieber philokatholisch als orthodox. Was sagt er denn über die holländischen Pocken? Die Seuche wurde uns von Satan geschickt, und nur wenn wir über den Tellerrand der traditionellen Medizin hinausschauen, können wir darauf hoffen, diesen Fluch abzuwenden. Zum Glück bin ich in mystischen Angelegenheiten bewandert. Ja, da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Von daher werden wir eine normale, aber riskante Behandlung vorziehen. So, hier ist die Bekehrung angenommen. Und das Ganze war ein Erfolg. Das ist doch wunderbar. Gut. Ein weiterer Ränkespielvorzug ist auch wählbar. Angststeuer. Das klingt nicht schlecht. Haben wir denn irgendwie besonderen Schrecken? Oh ja. Das lohnt sich doch. So, hier kommen immer mehr Bayern angesegelt. Oh, und Gassenda hat die Blattern. Eieiei, unser junges Töchterchen hat aber gelinderte Krankheitssymptome. Eieiei. So, er ist hier am Zurückbelagern. Hier haben wir jetzt minus 4%. Das ist hier der Krieg. Das ist unsere mächtigste Truppe, ne? Das sind so 10.000 Mann. Ihr seid, haben wir noch irgendwo was außer, hier sind noch die Bombarden dabei, das ist aber uninteressant. Hier haben wir noch ein paar Ritter und hier auch. Ansonsten sind eigentlich alle wichtigen, haben wir nur mit 3 Rittern unterwegs? Kann ich sein. Achso, 9 und 8, okay, dann sind das, glaube ich, dann in Summe doch genug. Dann werden wir mal mit euch, hier ist auch irgendeine Krankheit, hierhin marschieren. Und mit euch
hierhin. Was haben wir hier schon wieder? Ach, auch die holländischen Pocken. Uiuiuiui. Die greifen aber aus. Apokalyptisch. Hm, damit wird sich auch unsere Tochter angesteckt haben. Eieiei. Dann werden wir hier vormarschieren und brauchen dann noch eine Truppe. Und die anderen werden wir aber hier so ein bisschen im Hintergrund stehen lassen. Ich will auch nicht, dass sie da irgendwie zu exponiert sind. Es gibt einen Komplott bei Hofe auf Isabella, hat man es abgesehen. Irgendeinen unbedeutenden Höfling. Und Constantia ist jetzt auch 6 Jahre alt. Interessante Frisur hat die Kleine. Zu wem schicken wir sie denn? Vielleicht mal zu Joanna. Sie hat keinen Mündel, aber kann auch keiner haben. Ist ja interessant. Warum kann sie das nicht? Hm. Vielleicht muss man landbesitzend sein. Wie wäre es jetzt mal mit Hubert? Oder ist das immer noch etwas zu unpassend? Sie leidet unter den Blattern. Ich meine, wir wollen jetzt unsere Tochter auch nicht hier ins Krankheitsgebiet schicken. Wir haben ja noch eine Gräfin Arnsberg im Heiligen Römischen Reich. Auch sie ist unsere Freundin. Vielleicht schicken wir sie mal dahin. So, dann haben wir hier die Truppe, die sich dann nochmal sammeln muss. Hier steht jetzt hier, verliert. Dann teilen wir euch und marschieren dorthin. Hier, hierhin und die müssten dann dorthin marschieren können. Und dann werden wir erstmal hier einen Kampf kämpfen. So, und Constantia macht sich auf den Weg. Na, ihr sollt auch noch mitkommen. Der Anstifter ist entdeckt. Ein hysterischer Unhold ist es, ich sag es euch. So, nun kommt mal ran hier. Und schon wieder ist die Versorgung im Keller. Eieiei. So, wir werden hier wieder mit Hermann kämpfen und dann hier rein marschieren. Alle Vorteile auf unserer Seite. Und wir haben die komplett aufgelöst. Sehr, sehr schön. Das war doch eine gute Sache. Wo sind denn unsere Bombarden? Ach, schaut mal, hier hätten wir noch Pferde gehabt. Hier haben wir unsere Bombarden. Denn das ist ja alles hier irgendwie jetzt besetztes Gebiet, ne? Ja, das müssen wir also zurück gewinnen. Ich würde hier aber, ich glaube, das reicht aus. Bist du denn unser Bester, der belagern kann? Thibaut, aber der könnte auch noch mal eine zweite Kampfarmee anführen. Ja, dann werden wir hier Simon nehmen und mit ihm hier weiter marschieren.
So, dann haben wir einige Feinde hier. Ja, und da Bayern auf Gotland. Dann werden wir uns jetzt hier hochbelagern und mit dieser Armee hier hochmarschieren. Ebenso mit allen, die jetzt nicht belagern. Und werden gucken, dass wir hier noch mal einige Kämpfe kämpfen können. Falsche Bekehrung. Eine Reihe sogenannter Converso wurden von ihrem ehemaligen Rabbis gesagt, sie sollen vorgeben, zum wahren Glauben konvertiert zu sein, doch heimlich praktizieren sie weiterhin ihre alten Riten. Falls das stimmt, würde es unsere Bemühungen untergraben, die jüdische Gemeinde Iberiens zum Christentum zu bekehren. Einer ihrer Anführer, Matteo, soll angeblich jüdische Lehren verbreiten. Das ist mir einerlei. Ich sollte diese Ketzer verhören. Könnten versuchen, ihn einzukerkern. Oder wahr oder nicht wahr. Aber wir werden mal schauen, ob wir ihn. Ja, müssen wir das tun? Ja, doch, ich denke schon. Wir haben ihn auch direkt eingekerkert. So, sie haben jetzt hier wieder erfolgreich belagert auf Gotland, aber ja, mein Gott, das sollen sie erstmal tun. So, hier müssen wir mal gucken, dass uns da niemand von unten in die Quere kommt. Oh, und wir sind wieder schwanger. Diesmal ist es tatsächlich unser Gemahl. Oh Wunder. Und unsere Tochter ist in Arnsberg eingetroffen. Sagt mir, ist es wirklich von mir? Großbürgermeister Östen wirkt aufgelöst. Ja, diesmal wirklich. Schauen wir mal, ob er uns glaubt. Unsere Tochter erholt sich aber sehr, sehr gut. Sie, war das nicht bei Blattern so, dass sie da jetzt auch immun ist? Das wäre eine schöne Sache. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal eine schlagkräftige Kampftruppe und mit der marschieren wir. Und hier werden wir. Ja, wir könnten jetzt noch aufteilen, weil wir auch zwei Bombarden haben. Also zwei Einheiten, zwei Regimenter, aber das wird, glaube ich, auch so schnell genug gehen. So, die treffen ja alle mehr oder weniger gleichzeitig ein, während wir lexikalische Lethargie erfahren. Es ist schwer, all diese Sprache im Kopf zu behalten und oft vergesse ich sogar, welche Sprache ich gerade spreche. Erst neulich habe ich mich versehentlich in einer verwirrenden Mischung aus vulgär-iberisch und vulgär-dockisch vorgestellt und ich habe es nicht einmal bemerkt, bis ich darauf hingewiesen wurde. Vielleicht sollte ich vulgär-iberisch einfach vergessen. Nein, wir werden da härter lernen. So, wenn wir jetzt hier alle zusammenfügen, sind wir bei 63. Das ist doch okay. Und dann werden wir hier reinmarschieren. Ja, wir sind hier einfach eine Übermacht. Er hat zwar tatsächlich so gut wie alle Vorteile auf seiner Seite, aber tatsächlich ist es die schiere Macht, die uns hier. Ah! Sehr schön. Diesen Krieg hat man schon gewonnen. Oh, Moment, es geht hier schon weiter. Damit ist dann natürlich die Frage, was machen wir mit unserer Belagerungstruppe? Die gar keinen Befehlshaber mehr haben, wo ist er hin? Was ist mit ihm? Gibt es denn jetzt noch Gebiete, die wir zurückbelagern müssen? Ja, theoretisch hier. Das ist Bayern und Bergslagen. Das sind jetzt die Gebiete. Okay, dann würde ich sagen, ihr bleibt ruhig erstmal hier stehen. Ah, wobei vielleicht nicht ganz so weit weg. Marschiert mal hier hoch. Könnt mal die Bombarden da hochschieben. Und dann schauen wir mal. Wir werden uns erstmal hier oben durchfräsen jetzt. Jetzt bekommen wir eine Unterstützung vom schwedischen König. Und Veronika gelingen die ersten Schritte. Sehr schön. Ein großer Schritt für ein Kind, ein kleiner Schritt für einen Herrscher. Wie schön. So, jetzt sind wir auch mit 33% hier. Und dann würde ich sagen, lassen wir unsere Belager hier reinmarschieren und mit unserer Armee
ziehen wir dann wieder in Richtung Bayern. Versorgung hin oder her, gerade nur minus 5, das ist vielleicht in Ordnung. Weil die auch noch nicht vollends geschlagen sind, aber er scheint den nachzusetzen, das ist dann auch in Ordnung. Die haben wir in 12 Tagen zurückbelagert. Mainz, sozusagen. Nein, Schwedens. Schaffen wir das hier? Schlacht in 28 Tagen. Belagerung in 2 Monaten, das sieht sehr gut aus. Versorgung mangelhaft, aber so ist es. Ja, dann wäre es ganz gut, wenn wir jetzt hier kämpfen, aber ich habe ein bisschen Sorge. Wenn die uns jetzt hier alleine lassen, wir werden mal in Richtung unserer größeren Armee ziehen. Und dann uns von dort aus neu organisieren. Zurückbelagern müssen wir jetzt erstmal nichts, oder? Hier ist etwas besetzt. Das ist aber ein anderer Krieg, ne? Der Krieg hat den Anspruch von Prinz Thorstein auf Norwegen. Ja, das ist ein anderer Krieg. Gut, dann werden wir jetzt noch diese Schlacht hier schlagen. Zahir ist in unserem Kerker gestorben. Sowas. Dann werden wir hier die nächste Schlacht gegen Bayern nochmal schlagen. Und der Apfel fällt in letzten, ja, nicht weit vom Pferd, wir wissen es. In der letzten Zeit habe ich viel über die Ausbildung nachgedacht, die meine Tochter Constantia genießt. Ist Kriegskunst wirklich die richtige Ausbildung? Formt sie nach meinem Bild, sie könnte Diplomatin werden. Nö, also ihr kennt auch da meine Interpretation. Dieser Ausbildungsschwerpunkt, der wird nicht von uns aktiv gewählt, sondern das ist irgendwie ein natürliches, vom philokatholischen Gott gegebenes Talent. Da mischen wir uns nicht ein. Wenn sie irgendwie ein Faible für die Kriegsführung hat, dann ist das so. So, jetzt haben wir hier die nächsten vertrieben und es gibt den nächsten Krieg. Samogitischer Anspruch auf die Grafschaft Palanga. Da können wir aber, glaube ich, dann diesmal nichts tun, oder? Bist du unabhängig? Nee, Teil des Königs von Litauen. Und die kämpfen um was? Um diesen Zipfel hier. Das ist auch irgendwie unnötig. Ja, da können wir ihn aber auch nicht unterstützen. Gut, ich denke, wir unterstützen auch schon sehr viel. Interessant hier. Sehr gut. Das wird ja schon von uns zurückbelagert, beziehungsweise von einem Verbündeten. Dann sollten wir uns wieder in diese Richtung bewegen. Er tut das auch mit 13.000 Mann. Ich weiß nicht, schafft er das alleine? Ja, wir müssen hier aber auf jeden Fall auch sortieren. Ich würde mit dieser Armee dann schon mal in, vielleicht auch nicht allzu weit, hierhin marschieren. Und ja, da werde ich jetzt zwischen den Folgen so ein bisschen aufteilen und dann müssen wir, Stichwort Versorgung, in kleinen Gruppen hier den Süden Schweden durchqueren, um dann hier zu kämpfen. Das dann aber in der nächsten Folge. Also weiter wird der philokatholische Glauben hier im Süden Schwedens aktuell verteidigt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht es gut, euer Henri.